Und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Diamond in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Wuhu! Du kämpfst nicht. Geht weiter, ne? Brauche ich Minus wieder. Ist das was Neues? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal weiter hier. Kämpfe gegen dich, Typi. Ah, Gespenst! Okay, hilf mein Team! Was hilft mein Team? Ah, der denkt, ich sei ein Gespenst. Das ist mal ein Plot-Twist, du. Hi, Cop Stacy. Kangama. Das ist stark. Normaltyp. Kangama kann stark sein. Kann stark sein. Hat halt ziemlich starke Angriffe und so. Und auch sonst allgemein, die Werte sind sehr stark von Kangama. Aber das ist anscheinend nicht so stark. Das greift den Unlichtangriff in Unlicht-Pokémon an, auch nicht sehr intelligent. Dieses Kangama anscheinend. Da muss dieses kleine Baby Kangama wohl ohne Mutter aufwachsen. das klingt jetzt fies. Muntier. Ein Muntier. Sag nochmal, ja, eigentlich. Na komm. Ich muss die noch ein bisschen. Doch noch ein bisschen trainieren, eigentlich. Das sollte eigentlich kein Problem haben. Hier normal, Pokémon. Steintyp. Gute Damage. Kann man leben damit. Ah ja, ich wollte noch die Angriffe anschauen, ne? Also ich Schild die vielleicht beibringen könnte. Wäre eine Option. Und das Screen hat alle wieder volle EPs, ne? Ohne den EP-Teiler. Das unterschätzt man halt auch. Man kann schon trainieren, aber wenn man nicht trainieren muss, wie ich gerade in diesem Moment, da bringt er eigentlich nichts, ne? One hit, nice. Ohne Volltreffer. Dino ist nice, du. Ja, ich bin kein Gespenst, du Lümmel. Was haben wir hier? Spezialität. Was zum Fick ist eine Spezialität? Medizin. Okay, was ist Spezialität? Eine bekannte Spezialität. Wir haben alle Statusprobleme. Nice. Was haben wir da? Feuersturm. Weichei. Zera. Das sind halt alles so Kackangriffe, ne? Bringen fehlt die auch nichts. Okay. Was ist das für eine Animation? Fucking Shaymin! Und ich kann es nicht fangen. Shaymin. Das ist leider kein neues Gebiet, dieser Turm. Ja. Jetzt könnte ich das fangen. Das wäre relativ, wenn ich das fangen könnte. Aber das zählt dann noch zur Route. Mann, das schmerzt jetzt. Das schmerzt. Ich könnte einen Shaymin haben, wenn es eine eigene Route wäre. Aber es hat auch keinen Namen, dieser Turm. Das macht es kacke. Ach, Menno. Hier gibt es bestimmt viele verborgene Dinge, ne? Bestimmt. Alter, da fucking Rich Girl hat mir gar das auf seiner Jacke. Nettes Rich Girl. Kimberly. Ein Feuerkampf. Das sollte ich vielleicht fast nicht gerade so draußen haben. Das ist nicht so optimal.
Da sage ich nur Kedo gerade. Hat er noch. Nein, das. Kampf, oder? Kein Flug. Autschi. Na gut, 9 Damage. Das haltet mal aus. Und es ist paralysiert. Dieses Jungblut ist paralysiert. Schockwelle. Schock es mit deiner Welle, Kedo. Also Damage. Aber es macht schon ein bisschen mehr Damage als die Liebe. Das ist schlimm. Aber das ist das Leben. Ich glaube, Kedo hat nicht so eine hohe Verteidigung. Habe ich so ein Gefühl. Wirklich. Geh doch mal auf 4. Da kriegt zur Sicherheit. Eine Silbeere, eine Silbeere. Ich habe ja noch Tränke genug. Kedo kann immer nützlich sein. Habe ich das Gefühl. Ich könnte einen Schutz einsetzen. Ballem, ballem. Ballem, ballem. Geist, oder? Geistpsycho. I guess so. Also Geist stimmt. Ja gut, das Geistpsycho wäre es doppelt effektiv. Kann sein. Habe ich richtig im Kopf? Psycho oder ja? So. Geister übrigens in der ersten Generation krass imba. Ein Wasserstein. Da habe ich schon 2 Steine. Das ist ja nice, dude. Nice. Friss mal den Schutz. Hi, bro. Was geht denn bei dir? Ist das nur Schönes? Das weiß niemand. Ich werde sterben, weil es ein Geist ist. Clark Joe. Fucking Joe. Das ist ein Gott, nein, Joe. Du bist Wasserplatz. Der Wassertyp kann gefährlich sein. Aber. Was? Komplette? Ich weiß ernst. Das ist normal, oder? Okay. Gut. Ach nee. Ach nee. Stimmt, der Pflanzentyp kann auch gefährlich sein. Na gut, geht. Geht. Also, ja, Pflanzen ist nicht so effektiv gegen Flug. Ja, neutral. Tortak. Tortak habe ich ein bisschen mehr Respekt. Okay, da. Mach das schon. Okay, das ist my man. My woman. Ich sag's jetzt mal falsch. Schockwelle! Ist die Spezialverteidigung. Und Totok ist, glaube ich, nicht ganz so hoch. Wie die normale Verteidigung. Nice! Lecker, lecker, One-Hit! Das sind viele EPs, muss man sagen. Muss ich zugeben. Ein Hibiskus. Pokémon. Das unnötig ist, dass ich jedes Mal vergesse, dass es existiert. Das ist einfach ein fucking Herz. Pokémon, das wie ein Herz aussieht. Und es ist down. Weil es ist überhaupt nicht stark.
Genau. The Clock Show. Moment mal, ich muss zuerst die Paralyse loswerden. Vergiftung. Paralyse. Warum ist das Prüfen an oberster Stelle? Das nervt. Ah, das nervig. Da haben wir ein paar Kämpfe vor uns in diesem Turm. Ein Regieis. Problem, ne? Das kann sich wieder in der Luft jagen. Ah, ist sie stark gegen. Oh fuck, das ist doppelt effektiv. Nee. Das ist doppelt effektiv. Eis gegen Stahl. Nicht sehr effektiv. Das hat nur. Das hat nur Bodycheck. Wie ist Eis gegen Elektro? Neutral. Okay, gegen Kampf. Sehr effektiv. Andersrum habe ich nicht geschaut. Shit. Ah, neutral. Okay. Gut. Regia, es müsste doch eigentlich schwer sein. Nice. Sehr nice. Schon. Bitte noch keine Explosion. Bitte schön. Bitte. Dankeschön. Puh. Haben wir das auch überstanden? Puh. Clark Cristiano. Das ist aber nicht so Cristiano aus. Ja doch, Cristiano Ronaldo sieht aus wie eine Frau. Also alles gut. Hi, ihr zwei. Kämpfen noch gegen die beiden Dudettes und Dudes. Cheerleaders. Was? Ein Regi Rock und? Ein Schilti. Schilterus. Aber Gestein und Stahl. Das ist so ziemlich mein Kryptonit, glaube ich. Ach. Sonnenball? Und... Fass. Kann funktionieren. Hoffentlich. Wir sind ein Psychotyp. Kiefergeist stark und Unlicht. Okay. Schilderus hat keine starken Angriffe. Okay. Das macht seine Abwehr noch stärker. Aber. Na, Überreste. Vergesse ich jedes Mal, dass Sonnenball ja Überreste hat. Psywelle. Jetzt gegen Regirock. Aha. Gute Damage. Gut. Tötet es jetzt sich selbst oder so? Ach, macht nicht viel Damage. Okay. Unser Kampf. Läuft. Finde ich gut. Finde ich supiduba. Supiduwappa. Schilderus ist mal da. Ist nicht viel APs. Na gut, durch 4 geteilt, das wären 400 EPs gewesen. Oh
und reagiere auch schräg zurück. So es sein soll, so es sein soll. Mach noch Dupsi-Welle drauf und dann best noch einmal. Wäre eigentlich noch cool, wenn man sehen würde, wie viel Stärke das Dupsi-Welle macht. Wie bei Intensität, das sieht man ja auch, das ist so Intensität 10 und so. Oder was 9? Ich glaube 10. Okay. Haben wir das? Flammenwurf? Flammenwurf, Sonnenball vielleicht? Wäre voll gut. Nice! Klar lernst du Flammenwurf. Schau von Feuerwirbel, das braucht doch keiner. Schwupp! Und Flammenwurf erlernt. Feuersturm, wenn es Schildi lernen könnte, wäre voll cool. Komm. Wenn es das Spiel zulässt, immer noch besser als Verhöhner. Schwupp! Und es lernt Feuersturm! Ah, Junge! Das war genauso geplant. Kämpfen wir! Okay. Noch die zwei. Schauen wir mal, was sie denn so Schönes haben. Ein Ledian und ein Blutzug. Hab ich das richtig gelesen? Ja, dann ist der Schild die direkte richtige Antwort drauf. Spices, Spices. Ledian wird sowas von verbrennen. Fuck, das ist ein Kampf. Das ist ein Kampfangriff. Wie es einfach ein fucking Feuersturm kann. Okay, ich muss gerade. Hat Schildi vielleicht nicht so ein hoher Spezialangriff? Kann das sein? Ich glaube, das muss so sein, ne? Also es hat schon eher eine Verteidigung, ne? Tank. Tank-like. So ein bisschen. Bodycheck! Ging natürlich daneben. Autschi! Glück ist Ledian so schwach. Sonst hätten wir große Probleme. Was ist denn? Oh, hier bist du schwach. Ich glaube, er ist einfach nur schnell, aber nicht so stark. So ruckzuck-keep-like. Dann für die Kampftypen. Okay. Dann gehen wir weiter. Was haben wir denn hier? Ich setz mal kurz. 30, ja. Was kriegt auch noch einen? So. Was gibt euch? Ein Schutzband. Okay. Cool. Dankeschön. Wisst ihr mir auch was? Ah, das ist Stärke, oder? Stärke, jawoll, ja. Stärke ist so ein Angriff, der man auch, der auch nützlich ist. Könnt ihr zum Beispiel Schildi lernen? Anstelle von Bodycheck. Weil Bodycheck 90, 80. Gut, Bodycheck ist stärker, aber halt den Rückstoß. Und 100%ige Trefferquote, ja, komm. Ich mag Bodycheck nicht.
Wegen dem Rückstoß. Es gibt ja auch die Fähigkeit, dass man eben keinen Rückstoß erhält, ne? Ja, das war's für heute. Ich laufe off-cam noch runter, gehe ins Poké-Center. Ich habe umsonst Tränke eingesetzt. Nice. Ich dachte schon, hat sich schon eine Facepalm vor euch, ne? Weil ich die Tränke eingesetzt habe. Schade. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.